Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Way of the Hunter. Da sind wir wieder am Start, weiter hier unterwegs auf Aurora Shores in die Hügelregion. Da geht's heute nämlich hinein, denn da sollen wir laut Mission hin und da oben hören wir einen Sickerhirsch rufen und dem antworten wir nochmal, oder? Würde ich sagen, mit unserem Caller hier. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht ein Männchen in schlechter Verfassung rufen können. Oder aber eins in guter gleich, das werden wir feststellen. Dann könnt ihr den Hang hier runterziehen und wir können unsere ersten Tiere erlegen. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, würde mich sehr freuen. Und damit starten wir rein ins Video. Leider scheint tatsächlich keiner zu reagieren auf meine Calls. Weiß nicht genau warum, aber wir sehen sie dann so ein bisschen durchziehen. Und wenn da gleich einer durchzieht, würde ich sagen, können wir so einen Sickerhirsch da schon... Ah, guck mal, da vorne ziehen sie nämlich... schon auch erlegen. Kleine Männchen dabei, aber die meisten Weibchen wahrscheinlich deshalb keine Reaktion von denen. Aber unser Sickerhirsch ist erlegt, damit der erste, den wir hier tatsächlich erschossen haben. Ich hätte natürlich gerne mit der Armbrust geschossen, weil Sickerhirsch, glaube ich, da ganz gut funktioniert und man die eigentlich auch callen kann, aber ich habe da jetzt leider keine Reaktion bekommen. Müssen wir uns gleich nochmal eine andere Herde suchen. Wir gehen jetzt erstmal den holen. Und hier auf den Hügel von oben haben wir da vielleicht auch ein bisschen bessere Ausgangslage als jetzt hier unten am Hang, wo wir nicht so viel sehen können. Denn wenn wir jetzt hier über die Wiese gucken, dann erstreckt sich da eine ganze Menge. Und da hinten, da sehe ich doch schon wieder irgendwelche Elche, oder? Auf der Wiese da vorne. Das sind tatsächlich Elche, die da schon wieder am Esen sind. Aber die können wir auch mal esen lassen, denn wir müssen für die Mission in eine andere Richtung. Und holen uns jetzt hier noch den Sickerhirsch. Den haben wir nämlich vor uns und können den beanspruchen. Und hier sehen wir dann auch den Schuss. Der ist natürlich logischerweise... Oh, die, guck mal, die einen Lunge haben wir gar nicht getroffen, oder was? Linker Lungenflügel nicht... Was? Bitte was? Bitte wie? Bitte wo? Bitte was? Also, ich würde sagen, wir haben beide Lungen getroffen. Aber das Spiel nicht. Aber ist auch egal, liegt trotzdem. Und denkt dran, das war die Preview-Version, ne? Also... können hier auch durchaus Bugs existieren, denn wir spielen immer noch hier in der Vorab-Version. Da unten auch irgendwie diese Brillenenten. Da vorne sehen wir so eine, ne? Brillenente. Können wir jetzt natürlich nicht schießen, weil ich dafür keine Waffen dabei habe. Sprich, keine Schrotflinte oder keine Kleinkaliber. Und deshalb lassen wir die mal am Leben, würde ich sagen. Und ziehen hier weiter in den Hügel hinauf. Denn da oben ist auch irgendwo so ein Kratersee oder sowas. Bin ich auch mal gespannt, wie der aussieht. Auf jeden Fall geht es hier erstmal ein Stück weit... nach oben und wir hören schon wieder Karibus, die hier hinter dem Hügel lauern. Wenn wir von hier oben nochmal einen Blick auf diese ganze Karte werfen, ich glaube, hier kommt viel mehr dieses Jagdliche in den Bergen zur Geltung, was ich schon bei den anderen Karten mal so geil fand, wo halt die Bergregion nie so groß war, meinst du, oder nie so ausgeprägt. Aber hier, wirklich, das zieht sich so, glaube ich, durch diese ganze Karte, durch diese... Täler, dann natürlich da hinten sind die Schneeberge, ne? Guck mal, da hinten, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Wir sind da ganz hinten, aber wahrscheinlich schon. Und ja, weiß ich, dieses klassische Bergjagd-Szenario hier, was wir hier haben. Und vor allem auch diese offenen Gegenden, dadurch, dass halt wir wirklich so wenig Pflanzenbewuchs auch ist, wirklich ultra, ultra gut. Und da oben sind wir noch ein Sickerhirsch auf dem Berg. Da vorne sind wir noch ein. Aber auch da unten vor allen Dingen Karibus. Ich denke mal, da wird sich schon irgendwas zeigen können. Oh, hier ist gar nicht mehr irgendwas ist ja richtig nah sogar, oder? Aber die sind schon auf der Flucht, diese Sickerhirsche. Vielleicht auch die dann tatsächlich. Aber ich denke mal, von dem Karibus werden wir vielleicht mal wieder einen hier mit der Armbrust erlegen können. Leider springen die aber ab, die guten Karibus. Denn die haben mich hier gehört, als ich über diese kleine Kuppe hier gezogen bin. Die sind aber auch nicht so viel näher gekommen. Ich hatte zwei Stück, aber dann sind die alarmiert gewesen und danach... war es nicht mehr ganz so leicht, die ranzubekommen. Deshalb ist mir das leider verwehrt geblieben. Also Armbrust muss man trotzdem auch in die Schussdistanzen kommen. Sonst kann man natürlich nicht schießen. Das ist mir jetzt in dem Fall nicht gelungen. Dafür sehen wir da hinten schon wieder die nächsten Sickerhirsche, die da unten auf der Wiese sind. Aber eigentlich will ich hier auch zu diesem Bergsee, weil ich glaube, wenn wir auf die Karte gucken, ja genau, dann müsste hinter dieser Kante da vorne sein. Vielleicht checken wir den erstmal aus. Und der erstreckt sich hier wirklich richtig nice über die Kuppe und da unten sehen wir auch schon Elche. Ich habe mich gerade schon das Knacken gehört hier, dass die direkt hier hinter mir oder hinter der Kuppe hier sitzen anscheinend. Kannst aber nicht spotten, sind aber, nee, ist noch ruhig, ne? Sah zwar sonst, wenn sie alle mit sind. Aber hier dieser große, große Bergsee und ich glaube, hier zur Trinkzeit könnte wahrscheinlich auch richtig was gehen, ne? Jetzt haben wir natürlich keine Trinkzeit hier, deshalb werden wir hier, glaube ich, jetzt nicht so viele Tiere sehen. Die Elche da unten wahrscheinlich hier am Fressen oder sonst was.
Aber ja, wenn wir uns hier einen runden Umblick verschaffen, sieht es hier auf jeden Fall schon richtig gut aus. Oh, da vorne war auch noch. Ah, guck mal da. Da sind auch wieder Karibus in 270 Meter Entfernung, weil wir schießen, glaube ich, erstmal den Elch hier unten. Denn der steht eigentlich ganz gut. Ich habe leider keinen Caller für den dabei. Ich hatte mich für den Wapiti-Caller entschieden, weil ich nicht wusste, dass hier eher Elch-Territorium ist, in dem wir starten. Wie es aussieht, aber eine Menge Elche hier und weniger Wapitis. Ich habe übrigens in der letzten Folge gesagt, dass die Armbrust hier nicht null war. Das stimmt natürlich nicht. Man kann die von 20 bis 50 Meter skalieren. Ich habe es nur letztes Mal mit dem falschen Tast versucht. Aber wenn ihr das morgen holt, dann könnt ihr auf jeden Fall tatsächlich auch die Armbrust natürlich nullen. Genauso wie hier das Gewehr ebenfalls zu nullen ist. Wenn der sich da mal drehen würde, wäre richtig gut. 100 Meter Entfernung ungefähr. Die beiden Weibchen, die ziehen da schon ganz geil eigentlich. Boah, warum ist der da nicht so hell? Ein Jungtier wahrscheinlich, ne? Ah, guck mal, er dreht sich auch. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen den schlechten Winkel, aber ich denke, die Lunge reinkommen sollte man trotzdem. Wenn er sich jetzt gleich da vorne zugesellt, haben wir eine kurze Schussdistanz und aus dem Winkel von oben hier auf jeden Fall machbar, den zu schießen. Ja, der sollte einen Lungentreffer sitzen haben. Geht jetzt hier in die Richtung, aber wird dann hoffentlich nicht allzu weit kommen. Nach wenigen Metern dann wirklich zusammengebrochen und hier liegt also unser Schuss von oben. Sogar beide Lungenflügel, linke und rechte Lunge. Wirkung ein bisschen schon vorher verpufft, aber nichtsdestotrotz ein erlegter Elch für mich nach wenigen Metern und unserer nächster Alaska-Elch vor allen Dingen. Und da vorne, ich glaube, da müssen ja die Karibus noch sein, richtig? So ist es nämlich, die stehen auch noch da, sind noch ruhig. Vielleicht können wir uns da wirklich mal wieder anpirschen und versuchen, die dann zu callen und wieder mit der Armbrust zu legen. Denn das ist mir gerade nicht so gelungen, aber vielleicht bei denen besser, weil ich hier auch eine bessere Sicht auf die habe und die ganze Zeit sehen kann. Das Blöde an der Sache ist nur, dass die sich halt überhaupt nicht anlocken lassen. Ich kann hier callen wie ein Wilder und keiner von ihnen reagiert. Also ein bisschen schwierig, obwohl da echt viele Männchen sind. Aber alles Jungtiere, glaube ich auch. Insofern könnte ich mir das einfach einen beliebigen, glaube ich, raussuchen. Ja, auch richtig klein noch. Ne, guck mal, wie klein er noch ist im Gegensatz zu dem dahinteren. Obwohl das, glaube ich, beides. Ich glaube, ich habe gerade gespottet. Es waren alles Jungtiere da drin. Oder wer ist er dahinter? Also er hier ist auf jeden Fall ein Jungtier. Ach, das ist weiblich wahrscheinlich, ne? Die Weiblichen haben ja auch Geweihe bei denen, richtig? So ist es deshalb wahrscheinlich. Die drei größeren eben die Männchen. Na gut, dann schießen wir halt ein. Einfach mit dem Gewehr, denn 140 Meter. Wenn die jetzt noch nicht auf den Call reagieren, dann will das auch nichts mehr. Und ja gut, ist jetzt hier ein bisschen wie Lotto spielen. Ich schieße einfach den hier. So, der liegt natürlich im Knall mit dem Gewehr. Wir hören auch schon das Jaulen. Der Wölfe, auch die haben wir noch gar nicht gesehen hier in Alaska. Vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt. Vorher aber schnappen wir uns natürlich hier unser erlegtes Karibu, nämlich das hier. Jetzt gucken wir mal eben hier. 24%. War ein guter Abschuss. Wundert mich, dass der nicht gekommen ist auf meinen Call für die schwachen Wapitis. Beziehungsweise Karibus besser gesagt. Für Wapitis habe ich gar nicht gecallt. Aber ja, hat er nicht reagiert. Trotzdem haben wir den richtigen Abschuss getätigt. War ein bisschen lucky, denn bei jungen Tieren ist immer 50-50. Haben wir in einer der letzten Folgen gesehen, wo wir aus Versehen irgendwie so einen 96er oder so geschossen haben. Obwohl der noch ein richtig kleines Geweih hatte. Aber da blickt man dann manchmal auch nicht durch. Auf der anderen Seite des Berges aber da so ein riesiges Wiesenareal hier. Mit einem Flusslauf, der da durchgeht, der sich hier durchschlängelt durchs Grasland. Also auch sicherlich eine richtig gute, interessante Jagdmöglichkeit. Ich sehe jetzt hier keine Tiere, was nichts heißen muss, weil die sich manchmal auch ein bisschen verstecken. Aber wir vorne Missionsmarker. Da müssen wir jetzt erstmal hin auf jeden Fall. Und dann bin ich gespannt, ob wir da noch irgendwo auch Tiere zu Gesicht bekommen hier. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, hier Trinkgebiete finden und wissen dann schon mal, welche Tiere hier grundsätzlich vorkommen. Ich würde natürlich immer noch gerne den Kodiakbär natürlich sehen. Glaube aber eher, dass der vielleicht, boah, ich würde mir eher so Richtung Küste vorstellen, um ehrlich zu sein. Oder aber Berge, glaube ich, eher nicht so, oder? Ja, nicht noch runterfallen. Deshalb glaube ich fast, dass der vielleicht dann eher Richtung Küste anzutreffen sein wird. Wir checken mal hier unten auf jeden Fall die Gebiete aus, die wir hier schon mal haben. Das ist nämlich auch Caribou Valley hier anscheinend, oder? Alles voller Caribus und Waldbison natürlich auch. Bin ich gespannt, wo die aber dann hier rumziehen, wenn jetzt hier in der Mittagszeit, wenn die ruhen, wahrscheinlich irgendwo in den Hanglagen, oder? Wahrscheinlich da irgendwo. Wir sollen hier an der Gedenkstätte die Blumen niederlegen.
Das machen wir mal eben fix. Ja, das ist hier oben auf dem Hügel, wie es aussieht, wenn ich denn hier auch hochkomme. Hallo? Lass mich hier bitte hoch. Hallo? Perfekt. Oh, da habe ich Tee gehört. Aha, 40 bis 60 Meter, das ist schon verschreckt. Das war sie hinter und das ist das, was ich gerade meinte. Es muss nicht irgendwas heißen, nur weil man nichts sieht, dass hier nichts ist. Denn da hinten, da springt es ab. Hab's im letzten Moment noch gesehen. Ist aber auch ein Karibu gewesen, oder? Ja. Sind wir da oben rechts eingeblendet. Nämlich ein Karibu. So, hier ist die Gedenkstätte. Legen wir die Blumen mal hier dazu. Nicholas Blackburn, also hier Nicholas beerdigt. Blackburn. Nicholas war ein untadeliger, humorvoller Mann mit einzigartigen Hobbys. Er war kein Mann großer Worte, doch jene, mit denen er sich Gedanken teilte, wussten von seinem scharfen Verstand und kannten ihn als Problemlöser. Nicholas gab gerne Tierwissen zum Besten. Wer ihn kannte, wusste etwa, dass Stachelschweine die süßesten Geräusche von sich geben. Er war ein hingebungsvoller Vater und Ehemann. Nicholas starb bei einer Wanderung mit seinem Sohn, erschossen von einem leichtsinnigen Jäger. Dies ist eine Warnung. Achte nicht nur auf tierisches Verhalten, sondern beweise dir selbst, dass es sich bei deinem Ziel keinesfalls um einen Menschen handelt. Sage es dir immer wieder und immer wieder. Betrachte jedes Geräusch und jede Bewegung als die eines Menschen, bis du das Gegenteil beweisen kannst. Das sollte man in der Tat tun, denn sonst endet es genau da drin, dass genau das nicht gemacht wird und dann es zu Jagdunfällen kommt. Nicholas, vielleicht sogar hier der Ehemann von dem Main Character. Ich weiß nicht, wie die hier mit Nachnamen heißt. Aber könnte natürlich sein. Allein auch diese Sicht hier oben in den Bergen ist extra so ein Parkplatz. Können wir ein Auto rufen? Oh ja, können wir tatsächlich. Guck mal hier, hier ist mitten in der Wildnis. Einfach so ein Parkplatz und dann hier halt... Oh, da oben stehen sogar Tiere hier. Das sind Wapitis oder was? Sieht aus wie die ersten Wapitis, die wir tatsächlich sehen. Hier in Alaska. Und ja, hier sind wir dann so ein... Was ist das hier? So ein... Oh, wie nennt man das mal hier? Heidekraut oder was? Irgendwie so, ne? Irgendwie sowas scheint zu sein, aber hier, diese ganze Sicht auf dieser offenen Fläche hier, in dieser Heidefläche hier oben auf dem Berg, und so weit oben sind wir noch gar nicht, dann ist dann auch der Schnee und alles. Also schon wirklich auch immer wieder geil, wie hier dann die Sicht ist. Da unten dann auch tatsächlich Wasser, wo dann die Tiere wahrscheinlich auch trinken werden. Oh, warte mal. Da stehen Waldbison. Da sind ein paar Waldbison, die wir haben. Oh, ein Dreier Erwachsener, der wäre natürlich richtig gut. Aber den würde ich eigentlich fast sogar nicht schießen, ne? Vielleicht würde ich lieber eins von den Wapiti schießen. Aber die sind natürlich noch weit weg. Ist die Frage. Wobei, wenn wir die schießen, die Waldbison, dann dürften die Wapitis eigentlich noch gar nicht abspringen, ne? Weil die da auf 350 stehen oder so. Eigentlich eine Option, das Waldbison da zu erlegen. Aber ist halt auch ein gutes Waldbison, ne? Weiß nicht, ob ich es erlegen möchte. Erwachsener Dreier, der wird ja noch ein Vier oder Fünf am Ende des Tages. Und die Jungtiere, vielleicht besser auch nicht. Da steht aber auch ein ausgewachsener Einsatz zwischen. Und der wäre auf jeden Fall was für ein Abschuss. Nämlich der hier vorne direkt ist das, ne? Guck mal, der ist doch da schon eigentlich... Wo streift der neben mir? Hier läuft irgendwas. Vielleicht sind auch diese Hasen, ne? Das kann natürlich auch sein. Dass die hier in den Büschen rumkräuchen und fleuchen. Aber ich nehme jetzt das Bison nach vorne raus. Denn das ist jetzt hier meine Chance, das zu schießen. Das zieht mich gerade da frei. Ja, kann man eigentlich ganz gut hier, glaube ich, mit einem sauberen Lungentreffer strecken. Und dann haben wir das nämlich geschossen. Und die Wapitis da oben, die ziehen weiter schön runter, oder? Ja, das sieht gut aus. Die können wir jetzt nämlich auch spotten. Roosevelt-Wapitis sind es da hier tatsächlich. Auch da haben wir schon ein paar Tiere dabei. Mal eben gucken, ob wir da schon was spotten könnten. Erwachsener Einser. Ja, vielleicht wieder eine Option. Der Wind ist nicht ganz so geil, aber vielleicht eine Option, die wir da mit dem Bogen zu erlegen, oder? Das wäre vielleicht machbar. Ich guck mal eben, wo ich hier meinen Anschuss habe. Da unten ist er, ne? Können wir uns den nämlich schon mal markieren. Da sehen wir auch die... Oh, das ist ausgewachsener Einser, oder? Das müsste wahrscheinlich gleich, ja, ja. Da legt sich's hin, ins Wasser hinein. Also das haben wir schon mal. Jetzt gucken wir, ob wir vielleicht noch eins von den Wapitis erlegen können. Aber gut, mit der Armbrust ist auch wieder, oh, bestimmt Klasse 6 hier, oder? Ich habe noch kein Wapiti geschossen. Ich glaube nicht, dass es auf 5 geht. Armbrust halt 2 bis 5, deshalb vielleicht auch eher einen Versuch mit der Waffe wert. Der Wapiti vorne reagiert auch auf meinen Call. Heißt, der Erwachsene ist kein Guter. Wir sehen da noch richtig Gute auch dazwischen.
Aber das ist doch niemals ein Jungtier, ey. Das ist doch kein Jungtier. Mit dem Geweih. Welchen gibt der mir denn dahinter oder was? Er sagt mir die ganze Zeit, dass das ein Jungtier ist da vorne. Der, aber kann ich mir nicht vorstellen. Auch das hier soll ein Jungtier sein. Boah, dann sind die immer groß, weil das Jungtier da ist auf jeden Fall ganz anders. Aber sonst auch echt nur Jungtiere und Erwachsene dabei. Deshalb habe ich jetzt den Caller verwendet, damit wir da sehen können, welches davon keine gute Veranlagung hat, damit wir das rausschießen können. Wenn das nicht da Jungtiere sind, Alter. Dann wird das aber hier eine ganz wilde Herde. Oh, der ist auch nicht gut hier, ne? Mit dem, dieser Doppelgeweihstange hier. Eine richtig klein, eine groß. Na gut, aber wir schießen erstmal den hier. Der wird sich nämlich jeden Moment jetzt drehen. Und dann können wir da eigentlich einen ganz guten Schuss auf die Lunge bekommen. Oh ne, er dreht sich nicht, er läuft weiter. Was ist seine Mission? Er dreht sich doch und auch da die 300er mit dem Bums. Also wirklich, glaube ich, die Waffe hier in Alaska to go. Letztes Mal schon ein Elch direkt gelegt im Knall. Und jetzt wieder einen Wapiti direkt gelegt. Also die Waffe hier, die semmelt da wirklich ordentlich durch. Wichtig, immer hier markieren, ey. Ganz, gar nicht so leicht, diese Viecher in den Büschen hier zu finden. Aber wir sehen den Schuss, Durchschuss sogar, komplett durch beide Lungen durch. Hier sind wir 40%. Dementsprechend natürlich die Wertung da nicht so hoch. Aber Roosevelt war bitte, wie schon vermutet, auch Jagdstufe 6. Also genau mit der richtigen Waffe geschossen. Insofern alles richtig gemacht, dass wir da nicht die Armbrust genommen haben. Wir müssen echt mal wieder hier Hirsche oder sowas finden. Irgendwas Kleineres. Aber ich weiß nicht, ob die oben hier in den Bergen hier auch vorkommen. Wir holen uns erstmal unser Bison, was ja da auch noch unten im Wasser verendet ist. Noch 150 Meter. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Bisons hin sind. Die müssten ja... Oh ja. Ich wollte sagen, man hört sie knacken. Die waren anscheinend gar nicht so weit weg. Denn, ach ne, komm, es sind wieder die... Oh, es sind sogar Karibus gewesen, oder? Es waren anscheinend sogar Karibus. Also hier in diesen offenen Flächen kann man sich nie sicher sein, dass nicht in den nächsten Metern schon wieder das nächste Tier steht. Weil die halt auch durch, zumindest in der Nahdistanz auf jeden Fall ganz gut geschützt sind durch die Büsche. Ne? Man sieht sie da echt nicht so gut. Aber das Bison hier 70 Meter... Das schnappen wir uns auf jeden Fall. Und da vorne habe ich noch ein Dings markiert. Ich glaube, das war ein Zeltplatz oder sowas, ne? Irgendwas auf jeden Fall Schildmäßiges vorhanden. Checken wir auf jeden Fall auch noch eben aus. Nachdem wir uns das Bison hier geholt haben. Da sehen wir, das linker Lungenflügel bisschen spitz rein. Dadurch den linken Lungenflügel nicht mehr erreicht. Aber trotzdem hier eine 14% Trophäe wieder. Perfekt. Guter Abschuss. Weg damit. Und wir haben hier noch mehr Infos fürs Bison freigeschaltet. Und gehen jetzt einmal da oben hin, gucken, was wir da tatsächlich an einem Schild da haben. Wenn ich hier hochkomme, ja, komme ich sehr gut. Damit wir da auch noch Bescheid wissen. Oh, das ist hier. Doch, hier, neuer Lagerplatz. Ja, perfekt. Sehr gut. Dann haben wir hier auch einen Schnellreiseplatz für diese Gegend hier. Weil die Gegend hier ist, glaube ich, echt ganz cool eigentlich. Und wir können uns hier dann hinreisen lassen. Und vor allem hier vorne ist auch schon wieder eine Lodge. Ist auch nicht so weit von hier. Die werden wir uns auch sicherlich noch holen. Aber das soll es gewesen sein von der Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.